Boah, das ist so ein Honk. Ich weiß. Ach, leckt mich doch alle am Photonentorpedo. Moinsen zusammen, ich bin mal wieder da und wir suchen Diamanten, Valerie und Falle. Eieiei. Ob die versuchen hier rüber zu kommen? So, wo sind sie geblieben? Da. Ui. So, die versuchen irgendwie hier runter zu kommen, glaube ich. Ja. Ich hätte sie vielleicht doch nicht auf mich aufmerksam machen sollen. Du bist schuld. So. Nö, also. Das war vielleicht nicht so klug, das jetzt zu tun. Bams. So, jetzt ist da noch irgendwo ein Vögelchen, das wohl herumstolziert. Ich denke mal, der wird irgendwo da unten im Tale herumeiern. Sehe ich ihn da? Ja, das ist nur ein Verkehrsschild. Ja, da hatten wir schon. Ja, ich glaube, wir müssen in den sehr sauren Apfel beißen, da einfach mal rüber zu gehen. Ist klar, der Vogel wird hier irgendwo rumhängen. Überlege mir, ob ich da unten die Muni mir mal hole. Weil ich doch jetzt eine ganze Menge davon verballert habe. Her. Müll brauche ich jetzt gerade nicht. Okay, also ich bin mir ziemlich sicher, dieser Onanist, der da noch fehlte, von den zwei in dem Jeep, der wird jetzt irgendwo hier oben rumhängen und nur darauf warten, dass ich meine Nase rausstrecke. Meine viel zu große Nase, muss ich dazu sagen. Ach, guck mal. Bams. Sorry, das war's dann mit dem mal. So, wo wollen wir denn als nächstes hin? Ich will mir mal die Ecke hier vorne angucken, da über oberhalb von der Faust. Ja, und ich habe gerade mal eben in der Pause entschlossen, ich werde mal eine vorläufige Entscheidung treffen, wie wir das Ganze hier weiter angehen. Das heißt, am Ende dieser Aufnahmesitzung werde ich dann sagen, ob ich für das nächste Mal noch mal eine Diamantensuchsitzung überhaupt anstrebe, wie weit wir dabei gehen, wenn überhaupt, und ob wir vielleicht lieber doch dann das nächste Mal gleich in die Endgeschichte hier reingehen. Ich finde das Ganze auf der einen Seite natürlich, ich möchte so viel wie möglich von dem Spiel mitbekommen. Ich wollte eigentlich... kann man hier nicht irgendwie runter oder so? Alles sehr seltsam. Läuft auch alles? Ja, irgendwie wohl schon. Ja, ne. Das da drüben ist ein Wachposten. Äh,
Ja, hier ist ein kleiner Schleichweg, wie es aussieht, oder? Nee, den hätten wir lange sehen müssen. Warte mal. Wie komme ich auf diese Straße darunter? Ich jetzt komplett nicht sagen. Ich mag eigentlich den Wachposten da drüben jetzt nicht ausnehmen. Nee, aber der ist ja auch noch lange hin. Was haben wir hier? Also ich hätte jetzt gerne mal langsam wieder einen Waffenhändler. Ich sehe hier aber keinen. Ich sehe nämlich ansonsten unsere Bewaffnung in Fetzen gehen und das wäre mir ganz und gar nicht recht. Ja, das war die Ablösung für die Vögel, die wir gerade gekillt haben. Und hier vielleicht irgendwie durch. Vielleicht sogar noch unter Auffinden eines Diamanten. Ja, es sieht irgendwie alles sehr, 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 sehr gefährlich aus, was ich gerade vorhabe. Vor allem mit einer Karte vor der Nase. Ich hoffe, man hört mich überhaupt, weil ich spreche überhaupt nicht mehr in das Mikro vorne. Nee. Wenn ich mal wüsste, wie man darüber kommt zu diesen Rebellen-Außenposten, dann wäre das wirklich cool. So müssen wir an dem Sprengstoff-Außenposten entweder uns vorbeischleichen oder den auseinanderschießen. Das Problem ist nur, ohne Waffenhändler ist das eine ziemliche Scheusee. Ja. Wir müssten dann vielleicht doch irgendwann mal demnächst unsere Suche unterbrechen und per Bus einen Waffenhändler aufsuchen. Warte mal. Ja, nee, also im nächsten Quadrat über diesem hier ist ein Waffenhändler. Ach du Scheiße. Ja, warte mal. Was war denn das da eben? Ich habe da gerade was gesehen. Da oben ist ein weißer Kreis. Was hat das zu bedeuten? Leute! Bewegt er sich? Nö, tut er nicht. Okay, also wir haben ein neues Objective gerade bekommen. Ich höre einen Lader. Scheiße, ich hasse da alles. Ich schleiche mich mal hier hoch. Ich will mal sehen, ob ich hier vielleicht irgendwie hochbacken ist hier wohl nicht. Doch. Das könnte natürlich von Vorteil sein. Ja, scheiße, von Vorteil. Warte mal. Scheiße, ich habe mich angemeldet. Einer ist weg. Ja, da hat sich eben einer versteckt da hinten. So wie ich die kenne, umgehen die mich wieder.
Ich habe wohl Auto alarmiert. Was machen wir? Was? Ah! Halt! Ah! Scheiße. Ja. Spielstand laden. Na prima. Hey, das ist lange nicht mehr passiert. Bova Seko. Ja. Was, die hat da irgendwo was mit einer Bova Seko gesagt? Ja, okay. Alles klar. Ja, war ein bisschen blöd, da oben reinzulatschen, ne? Naja, scheiße, ne? Dann würde ich sagen, ganz einfach. Warte mal. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, von unten da reinzukommen? Ja, warte mal. Jetzt eiern die da rum mit ihrem blöden Auto. Das qualmt schon, das Scheißteil. Cool. Nee, auf die Entfernung. Bei der Geschwindigkeit. Ja, ich verballer hier nur meine ganze Muni. Ich sehe sie jetzt gerade nicht. Vielleicht haben die sich auch aus dem Staub gemacht, ne? Ist ja möglich. Ja, ich versuche ja nur ein bisschen, wie heißt das? Spannung. Ja, genau, so heißt das. In diese doch sehr dröge. Oh, was sind das da? Sieht aus wie ein Safehouse, ne? Ja, können wir uns zumindest ein bisschen Muni holen. Sparengschabdorf gibt es ja leider in dieser Gegend hier nicht. Beim Safehouse. Naja, leider. Wo sind wir hier eigentlich? Ach so, wieder am Airfield, S-Field. Okay, weißt du was? Vielleicht können wir ja das Ganze zu unserem Vorteil nutzen und einfach über diese Karte dorthin kommen, wo ich hin wollte. Oh, alter Honk und das Rülps. Bitte einmal den Rülpser muten. Ja, ich glaube, ich gehe gerade wieder zurück. Da drüben geht eine Straße rein. Ich glaube, die hätte ich die ganze Zeit nehmen sollen. Wenn ich nicht ganz blöd jetzt bin. Ja, ich darf nicht vergessen, dass ich hier drüben gerade eben einen Jeep aufgescheucht habe. Also, besser gesagt, dessen Besatzung. Warum kann ich da vorne nicht rum? Ansonsten gehe ich tatsächlich. Oh. Hallo. Habe ich gerade die Bohrstöpsel falsch rum drin? Ja. Fuck, das ist jetzt ganz ungünstig. Hui. Ja, du Vogel. Alter. Weil der scheint vom Jeep runtergefallen zu sein. Ne, ich gehe gerade wieder zurück, schade.
Wie komme ich hier oben durch? Da muss ein Durchgang sein. Meine Güte. Ballaria. Ja, super. Das Handy fällt gleich von dem kleinen Tisch darunter. Scheiß Vibrationsalarm. Hier muss doch ein Schleichweg durchgehen. Ich will nicht nochmal die ganze Ecke da durchgehen. Aha. Was ist das hier? Wahrscheinlich gar nichts. Ne. Ich dachte, man könnte sich da vielleicht hochbacken. Also nochmal die ganze Ecke rundherum. Und ich dachte, die Südkarte wäre unzugänglich. Und dann das hier. Warum sieht das aus, als wäre das ein Tal? Ist aber eine Berglandschaft. Was soll das? Ubisoft, was du machen? So, nö, also schon mal angemerkt. There goes nothing. Ich glaube auch nicht, dass ich hier sein sollte. Was? Ja, was ist das? Also mal ganz abgesehen davon. Ganz abgesehen davon würde ich sagen. Okay. Ja, ich denke, unten beim Rebellenaußenposten. Warte mal, lass mich mal sehen, was hatte ich eigentlich noch vor? Ja, da unten einmal am Safehouse vorbei wollte ich dann da unten bei Oasis einmal durch den Canyon durch, da an den Bergen lang kuscheln. Nee, ne? Ja, warte mal, ich muss mal lieber einen Speicherstand. Ehe ich mir diesen Diamanten nochmal holen muss. Das war ja jetzt interessant, ne? Also, kurios. Ach ja, hier hatten wir mal ganz wunderbar herumgemordet. Ja, das war schon sehr, sehr witzig. Und hier da oben wohl eher nicht. Da sind wir auch eben durchgegangen. Da würde ich sagen, machen wir uns hier unten so ein ganz klein wenig durch die Gegend. Ja, und heute am Ende der Aufnahmesitzung werde ich dann erstmal vorläufig eine Entscheidung treffen. Wir werden mal sehen, wie viele Diamanten wir bis der, dahin haben. Und hier sind wir mal durchgekommen. Ja, und dann werde ich in den Community-Bereich, wie gesagt, ihr tut euch einen Gefallen, wenn ihr abonniert, weil ihr dann nämlich auch solche Community-Beiträge mitbekommt und solche Umfragen. Da werde ich dann in den Community-Bereich einfach mal posten, wie viele Diamanten bereits gefunden wurden und wie viel ich annehme, wie viel Zeit es kosten wird, den Rest noch zu suchen. Ich glaube, hier haben wir mal unseren ersten Büffel überfahren, glaube ich. Da war irgendwas. Vorne ist das Safehouse. Das Problem ist ganz einfach, uns werden auch bald die Waffen auseinanderfallen. Wenn wir nicht bald... Barthahnmund. Ja, ich lasse den Kram immer noch wild wachsen. Aber ich glaube, langsam habe ich mal die Faxen dicke. Auch das mit meinen Kopfhaaren ist nicht unbedingt so zielführend. Das sieht eher irgendwie peinlich aus. Ich glaube, ich werde den ganzen Kram wieder abscheren und wieder Kahlschlag machen. Ja.
Okay. Noch einmal Muni holen. Das sah komisch aus da eben. Davon brauchen wir nichts. Ja, ich möchte jetzt einmal kurz durch diesen Canyon da gehen, da wo ich jetzt drauf zeige. Und mal schauen, was da ist. Vielleicht auch noch einmal um den ganzen Berg rundherum. Aber auf jeden Fall diesen Canyon würde ich auf jeden Fall durchsuchen. Und dann war noch eine Schlucht. Warte mal, wie viel haben wir jetzt überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann der oben beim Bus. Das sind 8. Oder? 1, 2, 3, 4. 6, 7. Und dann ist da bei der Bushaltestelle noch drunter einer versteckt. Das sind 8. Ja, ich sag ja, wenn wir mehr als die Hälfte der Diamanten auf der Karte jeweils haben, dann bin ich eigentlich soweit zufrieden.